Herr Machowski, zunächst mal, wie geht's Ihnen Nerven nach dem Derby-Sieg am Wochenende in Vechta? Meinen Nerven geht's hervorragend. Natürlich insbesondere deshalb, weil wir dieses Spiel gewonnen haben. Es war etwas nervenzerreibend, wie der Spielverlauf war, aber wir hatten das bessere Ende für uns. Also man hat in dieser Saison schon öfter sehen können, dass meine Mannschaft sehr viel Herz hat, dass sie auch in diesem Spiel wieder Charakter gezeigt hat und ein bereits verloren geglaubtes Spiel nach 12 Punkten Rückstand mit 7 oder 8 Minuten dann doch noch drehen konnte. Das war nach dem Spielverlauf so nicht mehr zu erwarten. Und umso mehr freut es mich, dass es die Mannschaft wieder einmal geschafft hat, zu zeigen, was in ihr steckt. Sie haben das Herz gerade schon angesprochen. Was machen die neuen Eisbären aus? Was macht die neuen Eisbären so stark? Ich denke, erstmal treten wir tatsächlich als Team auf. Da steht einer für den anderen ein, da opfert sich auch mal einer auf und da ist sehr viel Unterstützung zu spüren. Also die Spieler reißen sich gegenseitig mit. Wenn ein Korb erzielt wird, dann steht die ganze Bank. Das hat man lustigerweise in Vechta auch immer wieder sehen können, dass die Schiedsrichter sehr bemüht waren, die Bank zu kontrollieren. Und ja, wir spielen einfach auch attraktiven Basketball. Nach 6 Spieltagen stehen im Moment 3 Siege. Klingt also so, als wären Sie bislang ganz zufrieden mit dem Saisonstart? Ja, als Trainer darf man ja nie zufrieden sein. Mit dem Saisonstart, ja okay, gerne, das unterschreibe ich so. Tatsache ist, dass wir aber noch nicht am Ende unserer Entwicklung sind. Ich habe es gerade angesprochen, wir müssen unsere Verteidigung definitiv noch verbessern, damit wir eben nicht darauf angewiesen sind, immer mit der Offensive, immer mit so einer Energieleistung, wie jetzt auch in Vechta im 4. Viertel, dann Spiele für uns zu entscheiden. Sondern wir würden gerne mal auch etwas früher schon als Sieger feststehen und nicht erst in der Schlusssekunde. Nach welchen Kriterien haben Sie die Mannschaft im Sommer denn neu zusammengestellt? Wir wollten Team Basketball zeigen, was uns jetzt nach diesem Fazit, was wir hier gerade nach 6 Spieltagen ziehen dürfen, bisher ganz gut gelungen ist. Der Ball läuft gut in der Offensive, wir haben sehr viele Assists pro Spiel. Wir haben auch eine Mannschaft, wo jeder Korb gefährlich ist. Und das, was wir vorne zeigen, überträgt sich halt auch in die Verteidigung, wo halt der eine für den anderen einsteht. Allerdings müssen wir da eben noch gewisse Dinge optimieren, da können wir noch besser agieren. Und insofern denke ich schon, dass die Entscheidungen, die Personalentscheidungen, die wir im Sommer getroffen haben, sich bisher als richtig erweisen. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir ja mit dem einen oder anderen Spieler, als Beispiel David Brambley, auch Verletzte zu verzeichnen haben. Und wenn die dann auch noch zur Mannschaft stoßen, dann haben wir, glaube ich, noch mehr Potenzial als jetzt. Sie setzen in diesem Jahr vermehrt auch auf junge deutsche Talente. Ein Beispiel ist der Adrian Breitlauch, der ja auch aus Bremerhaven kommt. Was ist die Idee dahinter? Es ist klar, dass wir als Club, als Eisbären Bremerhaven eben nicht zum Beispiel deutsche Nationalspieler verpflichten können, weil wir eben nicht die finanziellen Möglichkeiten dafür haben. Ja, das sieht man auch, wenn man sich das anschaut. Die ganzen Nationalspieler, die sind irgendwo in München, Bamberg, Berlin, Ulm unterwegs. Und das können wir uns eben nicht leisten. Insofern müssen wir sehen, dass wir aus dieser Not eine Tugend machen, vielleicht auch unsere eigenen Nationalspieler ausbilden. Jetzt haben wir mit Bo Meister einen 17-Jährigen bei uns im Kader, der auch gerade in der angesprochenen Vorbereitung sehr viele Minuten gesehen hat. Der natürlich dann auch wie ein Adrian Breitlauch oder Lars Wendt oder auch Fabian Bleck jetzt davon profitiert, dass einfach die Notwendigkeit da ist. Wir wollen als Mannschaft auftreten, wir wollen als Mannschaft agieren. Dazu ist jeder wichtig, dazu soll jeder seinen Beitrag leisten, eben auch die jungen deutschen Spieler. Fabian Bleck haben Sie gerade schon angesprochen. Neben Bleck ist auch Austin der zweite im Kader, der aus der letzten Saison geblieben ist. Wieso ist die Wahl auf die beiden gefallen? Und letztes Jahr war es ja insgesamt für die ganze Mannschaft kein einfaches Jahr. Wie schlagen sich die beiden bisher in der neuen Saison? Ich denke, die beiden machen ihre Sache ganz gut. Fabian schließt diese Lücke sehr gut, die David Brambleys Verletzung aufgerissen hat. Und ich weiß gar nicht, wie viele Minuten er jetzt auch in Vechta wieder gespielt hat. Er ist einfach ein sehr, sehr guter Verteidiger, er ist ein sehr spielintelligenter Typ, auch sehr mannschaftsdienlich. Und solche Spieler braucht man halt eben auch, die sich da eben für die Mannschaft aufopfern. Waverly Austin ist ein junger deutsch-amerikanischer Center, der eben noch sehr viel Potenzial, sehr viel Luft nach oben hat. Er ist noch am Anfang seiner Karriere, der ist, glaube ich, erst 24. Und insofern muss er noch eine ganze Menge lernen. Und aufgrund seiner Physis, aufgrund seiner athletischen Spielweise, hat er eben aber auch die Möglichkeiten, und das hat er jetzt auch in Vechta schon gezeigt, uns da schon zu helfen.
Und wenn er es erstmal schafft, sein Spiel auf eine konstante Ebene zu bringen, dann wird er, glaube ich, einer der besseren deutschen Center sein. Aktuell nach 6 Spieltagen stehen die Eisbären auf Tabellenrang 8. Was würden Sie sagen, wenn das auch nach dem 1. Mai 2017 noch so wäre? Ja, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, weil wir dann Playoffs spielen würden. Aber bis dahin ist ja doch noch eine ganze Menge Zeit. Und ja, ich finde es schön, dass wir auf dem 8. Platz stehen, weil ich mir die Tabelle gar nicht anschaue. Also danke für diese Information. Wir tun, glaube ich, ganz gut daran, dass wir von Spiel zu Spiel denken. Und ich habe es angedeutet, wir haben noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Daran müssen wir tagtäglich arbeiten und uns jetzt auch auf das nächste schwere Auswärtsspiel in Göttingen vorbereiten. Was sind denn die Saisonziele der Eisbären in diesem Jahr? Erstmal wollten wir relativ schnell nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und wenn uns das gelingt, zu welchem Zeitpunkt auch immer, dann heißt es natürlich im Umkehrschluss, dass wir vielleicht auch nach oben schauen dürfen. Aber an dem Punkt sind wir eben noch nicht. Auf der anderen Seite wollen wir mehr Heimspiele gewinnen, als das in der Vorsaison geglückt ist. Da waren es, glaube ich, nur 3. Jetzt haben wir schon 2 Spiele gewonnen. Also insofern sind wir da auch auf einem guten Weg. Und insgesamt wollen wir uns natürlich auch als Club, aber auch als Mannschaft individuell weiterentwickeln. Wir wollen die Spieler voranbringen. Auch da habe ich schon gesagt, wenn wir vielleicht auch den einen oder anderen Spieler zur Nationalmannschaft bringen könnten, auch in den Jugendnationalmannschaften, dann sind wir dann einen großen Schritt weiter. Sie haben auch im nächsten Jahr noch Vertrag bei den Eisbären. Was ist Ihre mittelfristige Vision mit dem Verein? Wo wollen Sie den Verein insgesamt hinbringen? Ich denke, erstmal haben die Fans jetzt eine relativ schwere Zeit hinter sich. Die letzten Jahre waren alles andere als erfolgreich. Gut, man konnte die Liga halten, aber die letzte Playoff-Teilnahme ist jetzt schon länger zurück. Es wäre schön, wenn die Eisbären Bremerhaven sich mittelfristig da wiederfinden könnten. Aber dafür muss eben auf vielen Ebenen, in vielen Bereichen gut gearbeitet werden. Und wenn wir da weitermachen können und uns weiter so entwickeln, wie wir es jetzt in den ersten Wochen gezeigt haben, dann sind wir auf einem guten Weg dahin. Vielen Dank.